den Laden fast dicht machen. Jetzt muss ich potenzielle Kunden ablehnen. So viel war in den ganzen letzten Jahren hier nicht los. Mein alter Herr wäre echt stolz. Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute weiter. Ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, habe eine kleine Erkältung mitgebracht, aber mir nichts oder beziehungsweise deswegen zögere ich nicht weiter aufzunehmen hier für euch Need for Speed Unbound, dass wir so irgendwann mal in Richtung Ende kommen. Aber ja, unser Nissan GTR ist auf dem besten Wege, das Fahrzeug zu werden, fertig zu machen, dass wir quasi mehr oder weniger uns dann irgendwann um den dritten Teil der Qualifikation kümmern können. So, ich gucke gerade, ja, da hat eine 314er Wertung. So, meine Wagen, ich möchte gerne mich weiter rinfahren. Jo, austauschen. So, warte mal, gucken wir mal auf die Karte. Wir haben doch sicherlich noch einige Rennen. Ich glaube, den können wir sogar fertig kriegen. Also wir brauchen die 100.000 noch für das letzte Quali-Rennen. Was haben wir denn für schöne Sachen? Ja, so. Hier eigentlich gerade erstmal noch gar nichts. Ich habe nämlich die Kohle, ich habe nicht nur 100.000. Warte mal, da unten, das wäre irgendwas. Aber die würde uns nicht viel bringen. Ja, die haben wir schon zigmal gefahren, die Riding Zelle. A plus, das ist noch nichts momentan. Ich gucke gerade, ob wir noch ein bisschen was haben. Hier wäre was. Mit Stufe S. Also Stufe S haben wir ja nur den GTA, leider momentan. Die Rauchshow. Noch nicht. Ich guck gerade, haben wir noch irgendwas am Rennen? Ja, plus. Hier wäre was. Dann machen wir die Kurvenlegende. Der Track Day Special. Wir müssen sowieso einige Rennen jetzt fahren, nach und nach, weil wir brauchen Kohle. Hey, wenn du früher fertig bist, findest du mich im D-Rings. Ich guck den Spins wieder beim Verlieren zu. Ich habe sogar einen besseren Jumpshot als die Idioten. Vielleicht solltest du dich in deine Shorts und Sportsocken werfen und denen zeigen, wie es geht. Wenn die Werkstatt pleite geht, vielleicht. Wir sehen uns morgen, Kiddo. So, also, wir hoffen natürlich, dass wir das ein oder andere Fahrzeug noch kriegen. Ich muss mich wieder so ein bisschen reinfuchsen, reinarbeiten. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin schon etwas länger jetzt nicht mehr gefahren. Jetzt bin ich schon seit 2 Wochen fast raus. Wir brauchen halt Geld, dass wir dann in Nissan GTA stecken. Justicia. Werden wir mal. Na dann, auf ein neues. Ich hoffe genug. So, ich muss wieder ein bisschen reinfuchsen hier. Die Strecke ist immer schon mal gefahren. Kein Grund zur Sorge. Niemals.
So. Ich muss mich nur ein bisschen reinarbeiten jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, aber Hallo schon. Nee, haben wir nicht. Ich hatte gehofft, dass ich sie vielleicht wegkriege von der. Das ist. Ja, mach du mal. Mach du mal. Versuch's mal. So, jetzt sagen wir mal. Haben wir am Ende dann doch geschlagen. Ja, ich muss wieder reinkommen. Das ist das Problem an der Sache, aus der Nummer. Aber wir haben die Kohle geholt. Wir haben das, wir haben den Gegner geschlagen. Von daher. So. Für die schwarze Katze in dem Roboterfilm. Ja, ich hätte mal wieder gerne. Ja, ich hätte gerne wieder mal Wagenlieferung. Das wäre schön. Da gibt es eigentlich immer gutes Geld. Das ist immer leicht verdiente Kohle. Ich muss da noch hin, ich bin ein blöder NPC. Ja, knall mir noch in die Karre, du scheiß Krankenwagen. Ja, ist egal. So, ich muss mich nur gerade ein bisschen mal orientieren hier. Geh mal weg. So, da sind wir wieder. So, Event. Was haben wir denn? Skyline Sprint, ne? 3000. Ja, nehmen wir das mit. Und wetten wieder auf die gute Justitia. Die möchte natürlich ein bisschen Ärger machen. Also 100% gefällt mir der Wagen noch nicht. Sowieso. So, jetzt jagen wir hier mal ganz kurz hinterher. Ja, ja. Street Racer machen die Straßen unsicher. Hinterher.
Leute. Streife ist hier und startbereit. Ich muss mich gerade nur ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid, dass ich das jetzt... Ja. Ich werde dich noch überholen. Streife hier, wir nehmen die Verfolgung auf. Das lasse ich mal durchgehen. Ich sehe ja. Ich erinnere mich aber, dass sie jetzt hinter mir klebt. So, jetzt muss ich mich ein bisschen nur konzentrieren, dass ich mal die Punkte treffe. Wie viel haben wir denn noch? 10%. Scheiße, ich habe keine... Wirklich... Wir haben es aber dann... Oh! Er verdiente 12.000 plus... Die nehmen wir, die wir gewonnen haben. Jetzt sicher mal geschlagen und mit einer guten Sekunde Abstand für Obi weg. Hallo, die beiden für 4 und 5. Na dann. Ja, klar, Verfolgungsjagd, why not? Alle Einheiten, die Person ist jetzt bei Rose Hill Drive. An alle, wir wurden gehabt! Scheiße. Das war eigentlich jetzt nicht geplant an der Nummer. Ich brauche Hilfe, die Ratte hat sich verkrochen. Die Ratte ist gerade nur über den Links weg. Seht euch um, Leute, die müssen irgendwo sein. Das hat sich erledigt. Oh, warte mal. Tschüss. So, ich muss mal gerade kurz zum Versteck wieder zurück. Und dann ist es schon wieder vorbei für heute. Bei Need for Speed Unbound. Ich spare natürlich wieder ein bisschen Kohle zusammen. Ich spreche gleich mal durch, was wir brauchen für den GTA, was war, um den aufzubauen. Dann kann man nämlich die nächsten Events fahren. Sobald der nämlich fertig ist, können wir nämlich dann auf auf die Qualifikation vorbereiten. Dann haben wir nämlich 3 Autos. 14.000 haben wir jetzt gerade auf der Hand. Und wir gehen wieder in die Nacht. Willkommen zurück zu Deadfords Late Lake auf KRSFM. Die heißesten News in der Lakeshore. Das waren Boom Boom The Room mit YJNY. Der überaus hoffnungsvolle Bürgermeisterkandidat Holden Parker der Dritte ist wieder bei mir. Ja. Yeah. Dankeschön, Simon. Also... Wir haben eine evolutionäre Verpflichtung, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen. Tauben und Schwäne zu essen, eigentlich alles. Das ist nicht nur angebracht, sondern auch notwendig, um den Kreislauf des Lebens unter Kontrolle zu halten. Natürlich. Vor kurzem haben dieselben Demonstranten dafür gesorgt, dass ihr höchst umstrittenes Lama-Fleisch-Rahmen-Restaurant schließen muss. So etwas wie Scheitern gibt es nicht. Es ist nur die Vorbereitung zum Erfolg. Deshalb möchte ich Ihnen von meinem nächsten kulinarischen Abenteuer erzählen. Geht es dabei um Schwäne? Eine Reihe von französischen Konditoren mit einer Prise je ne sais quoi. Ich nenne es Swan Bon Bon. Vive la Revolution! Yeah.
Ja. 26.000 kostet das insgesamt. Gut. Na dann. So, 26.000, also sprich noch 21.000 kostet der das Geld für den Skyline. Dann können wir nämlich die, können wir uns ein bisschen uns langsam auf die Qualifikation vorbereiten. So, meine Autos. Ich möchte gerne wieder ein paar Rennen fahren. Dann haben wir den nämlich auch soweit fertig. Gut, ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Unbound.